Zurück in den Luxussalon in Laden 1, wo Azubi Camilla gerade einen Kunden mit einer Kopfmassage verwöhnt. Glauben Sie, dass Kunden nur wegen der Kopfmassage hierher kommen? Nein, ich denke mal wegen dem Haarschnitt. Ja. Trotzdem will Herr Müller die Beliebtheit von Kopfmassagen nutzen und künftig Kunden damit locken. Dass wir draußen vielleicht einfach kurz die Menschen, die vorbeigehen, kurz ansprechen und fragen, ob sie sich vorstellen könnten, für eine Minute eine kostenlose Kopfmassage zu bekommen. Ja. Und deswegen geht es samt Stuhl und Camilla ab nach draußen. Die Idee ist nicht neu, aber kommt an. Auch an Flughäfen werden Massageleistungen angeboten oder sind in den Einkaufsmalls in den USA ein gewohntes Bild. Und jetzt eben mitten in Köln. Und das möchte Sebastian Müller auch bei Social Media bewerben. Dass wir vielleicht ein kleines Video bei Facebook hochladen? Ich weiß nicht, ich müsste nochmal drüber nachdenken. Das ist auch alles so ein bisschen viel für mich. Also. Und drüber nachgedacht? Ich denke noch drüber. Ach so. Und jetzt? Ich denke immer noch. Ach so. Und dann kommt Kollege Timo aus der Pause und übernimmt den Job. Soll ich ohne oder mit? Nee, bitte ohne, weil sonst ist meine Frisur gleich zerstört. Das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Ich muss mich ganz kurz sammeln. Mhm. Haben Sie sich gesammelt? Und bitte. Wenn Sie Lust auf eine entspannende, kostenlose Kopfmassage haben, dann schauen Sie doch einfach bei uns vorbei, bei Michael Fuhrmann Haardesign, bei Sebastian Müller auf dem Berlich. Das sitzt und kann zu Werbezwecken online gestellt werden. Da ich noch nicht wusste, ob das jetzt hier wirklich der Wahrheit entspricht, was passiert oder nicht, habe ich es gemacht. Würden Sie noch einen kurzen Moment hier warten und schauen, ob sich jemand findet? Ja. Ja? Das war schrecklich. Die sind alle vorbeigegangen und die wollten nicht mal in unsere Richtung schauen. Weil die Angestellten den Fuhrmanns zu viel rauchen und unordentlich sind, müssen sie heute mit Handschuhen rauchen, um den Geruch vom Kunden fernzuhalten. Denken Sie noch an die Handschuhe demnächst, wenn Sie rauchen? Ja, ich kann mir aber auch gleich die Hände waschen. Ja, aber ich glaube, je eher man anfängt, sie automatisiert zu benutzen, desto eher hat man es irgendwann drauf. Also, wie Sie möchten. Ich wasch mir immer die Hände danach. Ja, ich würde einfach auch aus Beispiel für die anderen, würde ich einfach sagen, dass wir es machen. Ich muss leider dran gehen, um die anderen Michael zu unterstützen. Michael Fuhrmann bei Sebastian Müller, bitte. Ja. Michael Fuhrmann bei Sebastian Müller. Henny, guten Tag. Also, ich bin generell jemand, der sich sowieso immer die Hände wäscht, ne, nach dem Rauchen. Und glaub mir, so viel, wie ich heute geraucht habe, rauche ich auch nicht. Also, ich war heute, glaube ich, nur mit Zigarette zu sehen und das kommt im schlimmsten Fall vor, wenn mich ein Mann verlässt. Ich ziehe gerne einen Handschuh an. Ich glaube, ich rauche auch gleich die ganze Packung. Noch muss Henny auf die Handschuhe hingewiesen werden. Eigenverantwortlich klappt das dagegen schon im Effizienzsalon. Rauchst du echt mit dem Handschuh? Ja, ich rauche mit dem Handschuh. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Wie rauchst du denn mit dem Handschuh? Weil die haben gesagt, weil das finde ich nicht so. Ich mache das jetzt einfach. Ja, nee, gut. Michael Fuhrmann Haardesign. Henny, guten Tag. Bei Sebastian. Entschuldigung. Hi. So viel Zeit muss sein. Ja, Entschuldigung, das ist der neue Name von dem Salon. Dann muss so viel Zeit eben auch sein. Sebastian Müller hat den Friseursalon als angeblich neuer Chef übernommen. Im kleinen Familienbetrieb gibt es Probleme, unter anderem, weil die Angestellten hin und wieder die Ordnung vernachlässigen. Oft gehen sie nach Hause und sowohl im Salon als auch im Aufenthaltsraum bleibt das eine oder andere liegen. Ich bin da ehrlich, mir ist natürlich grundsätzlich eine positive Grundstimmung am Tag, wenn die Mitarbeiter sich toll verstehen, manchmal lieber. Deswegen fällt es mir schwer, dass ich da so hart durchgreife. Zeit für ein Mitarbeitergespräch. Sebastian Müller schnappt sich Camilla, die gerade einkaufen gehen will. Wie sie sich wohl fühlt ohne die echten Chefs? Ich bin sehr froh, dass ich die beiden noch kennenlernen konnte. Ja, ja, so also, gut, sie sind ja nicht tot. Ja. Aber grundsätzlich ist es Ihnen erstmal egal, wer Chef ist. Ja, grundsätzlich eigentlich schon. Ich habe ja nicht viel mit dem Chef zu tun. Ja, ja, jetzt schon. Ne? Also wir stehen uns ja gegenüber. Ja, aber ich arbeite halt nicht mit dem Chef. Ja, ja, jetzt schon. Wir stehen uns ja gegenüber. Ja, jetzt schon. Aber ich sehe sie ja jetzt nicht jeden Tag und nicht so viel wie jetzt die Henny zum Beispiel oder den Timo. Also wir werden uns jetzt schon jeden Tag sehen. Oh Gott, jetzt jeden Tag Kopfmassage? Ist das jetzt gut oder schlecht? Also es ist nicht schlecht, nein, aber... Aber auch nicht gut? Nee, also
Eigentlich ist es ja egal. Und dann hat Müller noch eine Frage. Gehen Sie denn immer nur für den Salon hier einkaufen oder auch für die Kollegen privat? Nein, nur für den Salon. Ach so, also da ist jetzt nicht, dass da jemand sagt, bring mir doch noch eine Milch mit, ich habe zu Hause keine mehr. Ach so, ja, nee, so nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade zum Rossmann gegangen und hat die Theresa gesagt, ja komm, bring mir mal Kaugummis mit. Ah, einkaufen für die Kollegen in der Arbeitszeit. Interessant. Also ich fühle mich gar nicht ausgenutzt, oder? Dann gehen Sie mal einkaufen. Mach ich. Ja. Bis gleich. Interessante Einblicke, die Sebastian Müller später noch gebrauchen kann. Das ist doch schön, gut zu wissen, dass sie sich nicht ausgenutzt fühlt, oder? Egal, was man ihr aufträgt. Dann geht's für Sebastian Müller rüber in den Effizienzsalon in Laden 2. Effizienz bedeutet, hier gibt es ab sofort nur noch den Haarschnitt. Alles andere wie Handtücher, Föhnen, Haarlack kostet extra. Dafür ist der Haarschnitt aber 20% billiger. So, alle Annehmlichkeiten, die noch drumherum sind, im Zweifel hier noch einen Extrapreis kosten, kriegen Sie ab sofort 20% Rabatt auf den Haarschnitt. Ja? Ich bin also wirklich total überrascht. Also wenn Sie das nächste Mal kommen, wird aber das jetzt für Sie sein. Heute können Sie was machen. Ne? Für heute, ich kann doch fürs nächste Mal was machen. Ab jetzt wird alles hier 20% günstiger. Mhm. Für heute sowieso. Ich hoffe wirklich. Und für heute ist für Sie auch noch der Kaffee gratis. Ja, der ist immer gratis. Hier. Naja, in Zukunft nicht. Nicht mehr. Ja. Das hat sie erstmal gar nicht verstanden, glaube ich. Wo sie da reingeraten ist. Aber das ist ja gut, wenn der Chef dann vor Ort ist, der kann das dann noch mal erklären. Aber der war auch sauer. Der Kaffee war sauer? Ja, nee, die Milch war nicht ganz. Ja, auch. Egal. Die Milch war drüben aber auch schon sauer. Ja, die Milch ist sauer geworden, dass der Michael gegangen ist. Ja, das passt doch. Und auch Jackie bietet ihrer Kundin noch Extras an. Brauchen Sie noch irgendwas? Kann ich noch einfach sagen? Ja, auch das macht einen Euro extra. Sila, wir haben das letzte Mal, aber mit Geschirr, weißt du, das ist ein Schock gerade. Da habe ich den gar nicht mehr ernst genommen. Wir haben sogar Sekt für die Kunden, wir haben Pralinen für die Kunden. Und da kann man nicht sagen, ein Glas Wasser kostet 1 Euro. Das geht nicht, das ist lächerlich. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht gemacht. Ich habe das, wenn gesagt, passen Sie auf, Sie müssten eigentlich einen Euro zahlen, aber nicht bei mir. Und ich habe das gleich auch gar nicht abkassiert. War mir wirklich egal. Selbst ja oder nein zu etwas zu sagen, eigenständiges Handeln, das ist, was die echten Chefs wollen. Sebastian Müller möchte, dass die Mitarbeiter, denen sonst selbst Wegräumen und Putzen zu viel ist, Vollgas geben und Frisuren in 5 Minuten anbieten. Angeblich ein Trend aus den USA. Ab jetzt können Sie auch hier bei Michael Fuhrmann Haardesign bei Sebastian Müller eine Happy-Hour-Frisur buchen. Sie müssten die dann ausführen. Das heißt, Sie zahlen 5 Euro und dafür bekommen Sie 5 Minuten lang die Haare geschnitten. 5 Minuten kriegt man keinen Haarschnitt mehr. Natürlich kriegt man 5. Doch klar. Es gibt diesen Trend in den USA. Ich kann Ihnen das einmal, wenn Sie vielleicht einmal schauen wollen. Um die Idee glaubhaft zu machen, hat ein Freund in den USA für Herrn Müller ein 5-Minuten-$5-Video aufgenommen. 5 Bucks, 5 Minutes. Ob immer sich das traut und die Kundin das möchte? I think that's gonna be good. Also 5 Minuten, 5 Euro. Ja? Hätten Sie da Interesse? Nein. Nein? Nein. Immer. Hat etwas verdutzt geguckt, konnte sich das nicht vorstellen. Die Kundin scheinbar auch nicht so ganz überzeugt von dem Konzept. Mit den Kunden habe ich schon auch ein bisschen Mitleid, weil die freuen sich auf einen entspannten Besuch beim Friseur und dann kommt da so ein Schnösel um die Ecke. Deshalb, ja, so ein bisschen Mitleid habe ich schon.